Aktenzeichen XY, das einzige Programm mit noch mehr Opfern als RTL 2. Und die einzige deutsche Krimisendung, bei der es tatsächlich noch eine Leistung ist, den Mörder sofort zu erraten. Die Pokémon Go-Version des Tatorts wird 50. Wir gratulieren. Auch wenn die Benutzerfreundlichkeit damals noch eher semi war. Hier erklärt Moderator Eduard Zimmermann, wie man mit dem heimischen Fotoapparat Bildschirmfotos macht. Bei einem normal ausgesteuerten Bild und einem Film von 21 DIN ergibt sich dabei bei einem 30stel Blende 4 und bei einem Film von 18 DIN ergibt sich Blende 2,8. Doch auch heute holpert's noch, zum Beispiel beim Fall-Reenactment. Sie werden gerade überfallen, also ganz ruhig, klar? Und auch der Studioteil ist eher von gestern, wie diese fetzige Intro-Kamerafahrt. Jetzt bittet die Kriminalpolizei wieder um ihre Mithilfe. Aktenzeichen XY ungelöst. Live aus München mit Rudi Zerne. Kein freshes Design, kein Splatter, nicht mal Studiopublikum und trotzdem, die Show zieht vor allem bei der jüngeren Zielgruppe. Warum die zähe Machart der Show zum Erfolgsrezept gehört, mit welchen Tricks sie uns trotzdem hookt und weitere sachdienliche Hinweise jetzt. Wir unterbrechen für eine wichtige Meldung. Seit über 2 Folgen wird diese Katze vermisst. Angaben zufolge wechselt sie häufig ihre Kleidung und sieht derzeit vielleicht so oder aber so aus. Aktenzeichen XY gehört bei der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen seit einiger Zeit zu den 50 beliebtesten Shows überhaupt. Belegt mit bis zu 1,4 Millionen Zuschauern den 41. Platz, noch vor der US-Mega-Erfolgsserie CSI Vegas. Und das, obwohl die Sensationsgier bei der US-Reihe etwas gezielter befriedigt wird. Hier eine innovative Ermittlungsmethode der Show. The tourist was taking a picture of this girl. So, enlarging the reflection in her eye. Nur mal so zum Vergleich, hier ein XY-Ausschnitt der Ausgabe vom letzten Monat. Heute stellen wir Ihnen hier erstmals eine ganz neue Kriminaltechnik vor. Denn erstmals ist es möglich, Phantombilder in 3D zu präsentieren. Ui, da hat sich der Kauf von Die Sims 2 ja echt gelohnt. Aber warum schauen wir das trotzdem? Fangen wir mit dem Offensichtlichsten an. Der Zivilcourage vom Sofa aus. Die XY-Faszination fußt auf den echten Fällen. Die Opfer sind Menschen wie du und ich, nur mit weniger Puls. Ein weiterer Thrill-Faktor? Für die Polizei und für die Bevölkerung ist das alles, was Sie jetzt sehen, ein echter Albtraum. Zu wissen, dass der Täter jederzeit wieder zuschlagen kann. Und das wahrscheinlich noch schlimmer als beim letzten Mal. Klingt wie die Rezension der letzten K1-Platte. Insgesamt liefen bei XY mehr als 4.500 Fälle. Doch dank der Zuschauer wurden fast 1.900 Fälle gelöst. Das sind 40%. Aber immerhin noch 60% weniger als bei Scooby-Doo. Und auch die jüngeren Zuschauer nehmen ihre Aufgabe verdammt ernst. Wie bei diesem XY-Fall gezeigt im Jahr 2012. Hier die nachgestellte Szene. Und hier das präzise Phantombild. Nur 5 Wochen nach dem Beitrag entdeckte ein 31-jähriger Zuschauer den Räuber auf der Straße und rief die Cops. Festnahme. Also fast, denn nicht der eigentliche Täter wurde festgenommen, sondern der gezeigte Schauspieler. Spricht extrem für dessen Performance. Denn nicht selten hapert es in der Show an szenischer Raffinesse. Und paradoxerweise ist genau das unser zweiter Grund für den XY-Erfolg. Der geringe Schauwert. Nicht falsch verstehen, Aktenzeichen XY ist eine hochwertig produzierte Fernsehsendung. Verglichen mit anderen zeitgemäßen Crime-Shows, wie zum Beispiel Netflix Making a Murderer, aber doch etwas langatmig und bieder. Auch hölzernes Schauspiel hat schon Tradition. Da ist kein Brot mehr da. Deine Mutti bringt frische Brötchen. Darf ich Cornflakes essen? Klar. Krieg ich auch Kakao? Selbstverständlich. Mutti! Und auch die aufgeregten Polizeibeamten sind eher unfreiwillig unterhaltsam. Weiterhin ist es so gewesen, dass Romery unter der Internetseite ladies.de inseriert hat. Dort hat sie ihren Arbeitsnamen Monika Atombusen angegeben. Gut, dass Hauptkommissarin Bum Bum Peng dem Täter schon auf der Spur ist. Überhaupt fühlt man sich als junger Zuschauer eher wie in einer Behörde. Aber genau dadurch wird es so authentisch. Man braucht immer ein bisschen Glück bei jeder Sendung, vor allem wenn sie live ist. Auf der anderen Seite, wenn es mal ein bisschen knirscht, sind das ja für den Zuschauer oft die spannendsten Momente. Kopfkino braucht eben keinen Klimbim oder schicke Szenen. Doch es gibt noch einen weiteren Kniff, wie die Show junge Leute hookt. Der dramaturgische Aufbau. Die einzelnen Bestandteile der Show mögen behäbig sein, die Gesamtstruktur aber zahlt voll auf die Sehgewohnheiten junger, internetaffiner Zuschauer ein. Und das quasi aus Versehen, schon seit Anbeginn des Formats.
schauen wir uns dazu doch mal den Aufbau einer aktuellen Ausgabe an. Die Show ist ca. 90 Minuten lang, ohne Werbung dazwischen. Aber die Show ist stark segmentiert. Studioparts und Filmfälle wechseln sich ständig ab. Und genau das ist der Trick, denn 5 von den insgesamt 8 Fällen werden filmisch nacherzählt. Im Prinzip ist jede Ausgabe also eine Ansammlung von mehreren Krimi-Kurzfilmen mit eigenem Spannungsbogen und in sich geschlossener Handlung. Der Mitmachfaktor, Fokussierung aufs Wesentliche und mundgerechte Häppchen machen die Show bei jungen Leuten so erfolgreich. Irgendwie erfrischend. Hier sind keine Medien-Heinis am Werk, die sich mit Blendwerk schmücken wollen, sondern Leute, die erfolgreich Verbrechen aufklären. Für alle, die immer noch denken, die Show sollte moderner werden, hier ein kleiner Vorgeschmack, wie es aussehen könnte. Zu unserem nächsten Fall. Der Trip-Trip-Trippelmord. Vermisster ermordet aufgefunden, Babyleiche am Ufer der Donau gefunden, Frau in Garage einbetoniert. Aktenzeichen XY ungelöst. Meine Damen und Herren, die Krimin-Abolizei bittet um Ihre Mithilfe. Gesucht wird folgendes Verbrecherduo. Ein gelber Abo-Button und sein Komplize, die geile Glocke. Falls Sie die beschriebenen Objekte sichten sollten, überwältigen Sie diese unverzüglich durch beherztes und sofortiges Draufklicken. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Abo. Den Beschuldigten wird unter anderem vorgeworfen, sich nicht auf ihrem korrekten Platz zu befinden und einfach zu geil zu sein.